herzlich willkommen. Die Maske vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Sie sagt über sich, ich mag keine Hirnwäsche. Ich mag keinen Fanatismus, keinen Psychoterror. Ich mag auch nicht das Propagandaschild von irgendjemand sein, aber ich habe viel Liebe im Herzen, um mit meiner Aktion den Menschen zu dienen. Unser Gast ist Daniela Prusser, seit über einem halben Jahr auf, für mich jungianisch gesehen, der Reise der Heldin. Sie hat im Juni letzten Jahres eine große allererste Maskenstudie gemacht mit über 1000 Leuten, hat ganz viele Ergebnisse, hatte sie auch der Bundesregierung angeboten als Grundlage für ihre Gesetzgebung. Das wurde abgelehnt und sie ist seitdem durch 7 Gerichtsverfahren gegangen und steht kurz davor, vor dem Europäischen Gerichtshof die Klage einzureichen, damit wir alle wieder zurückbekommen, unsere Freiheitsrechte und unsere Menschenwürde und damit auch unsere psychische und körperliche Gesundheit. Herzlich willkommen, Daniela Prusser. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt auf unser Gespräch zum wichtigen Thema. Ja, du hast das Land verlassen. Mhm. Warum? Ja, ich habe abgesehen von anderen Verordnungen, Corona-politischen Verordnungen, ich fokussiere mich jetzt mal hier auf diesen Maskenklagestrang auch und nehme da Bezug zu, da habe ich einfach gemerkt, ich werde zum Propagandaträger. Wir alle werden für mich zum Propagandaträger, indem wir die ganze Zeit ein Symbol vor uns hertragen müssen, auch noch im Gesicht, nicht irgendwo am Fuß, ja? Mhm. Von dem wir uns also nicht mal mimisch distanzieren können, indem wir sagen, ja, guckt mal, aber ich stehe da nicht so zu, sondern das uns wirklich nicht mal mimischen Spielraum lässt, um uns zu distanzieren und dass wir wirklich im Gesicht voreinander hertragen und das Propagandaschild heißt, du bist gefährlich, ich bin gefährlich, unser Atmen ist gefährlich, Nähe ist gefährlich, ein Lächeln ist gefährlich, ständig und dauernd und das ist eine Hypersuggestion, jeden Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, ich hoffe nicht Jahr für Jahr, das ist, wenn man das ernst nimmt und ernst betrachtet, das mache ich, ist das, da fehlen mir die Worte für, das ist eine unfassbare Unvereinbarkeit mit der Menschenwürde für mich. Das ist Gehirnwäsche, eindeutig, eine Hypersuggestion in dieser Sache. Die kann man auch für mich durch nichts absolut rechtfertigen, ohne sich das angucken zu müssen, was da gemacht wird. Es ist auch Fanatismus. Es ist nur noch Einbahnstraßendenken. Jeder, der, so wie ich, sich jetzt hier kritisch äußert, ja, es hat bestimmte Betitelungen ja, zu erfahren, die wir alle kennen. Es ist nur noch ein Kampf gegen das Virus angesagt, mit allen Mitteln, wie mit dieser Maske. Und das ist fanatisch. Das erinnert mich an Patienten, die ich, Anorexie-Patienten, die ich kenne, ja, Magersüchtige, die auch so fanatisch werden können im Ernstfall, die irgendwann das Essen so reduzieren, die sehen alles nur noch an Essen in Kalorien und ob ihr Handgelenk enger oder weiter geworden ist, bis hin zum Punkt, dass sie vielleicht eine Erbse nur noch essen, ja, so einen Fall hatte ich auch, so ein Fanatismus und damit verbunden auch Angstspiegelung, das vielleicht als letzten Punkt. Ich möchte als Psychotherapeutin, also Psychologin mit psychotherapeutischer Ausbildung, ist es für mich unvereinbar mit meinem Berufsethos auch, mit dem ich identifiziert bin, auch menschlich, Menschen ständig Angst zu machen. Das darf ich gar nicht. Ich darf es nicht. Ich kann meinen Beruf eigentlich so nicht mehr ausüben. Ich muss keine Angst, die nicht realistisch ist, helfen zu therapieren, also zu aufzudröseln, aber nicht sie zu propagieren. Mhm. Und Realitätsverkennungen, also wenn Menschen Realitätssinn abhanden gekommen ist, weil sie etwas völlig übersteigert wahrnehmen, dann darf ich ihnen auch helfen, das zu lösen, aber ich darf es nicht noch propagieren. Und das sind so Konflikte, abgesehen von persönlicher Betroffenheit, auch als jemand, der Erfahrungen hat, wie es ist, wenn man einen Attest nutzt und so weiter. Das sind so die Gründe, warum ich sage, in Deutschland, speziell Bayern, kann ich im Moment eigentlich nicht leben. Ja, du hast ja auch deinen Beruf aufgegeben, weil du nicht mit Maske arbeiten willst. Du bist Psychologin, genauso wie ich. Und ich
finde, da fehlt uns ein ganz wichtiger Sensor, also sowohl im Inneren als auch in der Kommunikation miteinander. Wie bist denn du darauf gekommen, so eine Studie zu machen? Du bist ja nun, ich wollte schon sagen, Alleinunternehmerin, das bist du ja nicht, du bist Psychologin, du bist aber statistikbrillant und wissenschaftlich immer schon interessiert gewesen. Was war so der Kick und was ist dabei rausgekommen? Eigentlich das Erkennen, wir haben eine große Lücke. Ich habe bereits im April letzten Jahres gesehen, dass wir ziemlich einseitige Propaganda hören. Es geht immer nur darum, eben virozentrisch zu gucken, wie können wir das verhindern, wie können wir die Zahlen runterkriegen oder wie können wir alle schützen, einseitig im Sinne von gegen die Viren schützen. Und Masken helfen und die Verordnung helfen und alles ist gut, aber wirklich anzugucken, das Gegenteil. Was schadet es vielleicht auch? Wo ist es zu viel? Ne? Und das brauchen wir. Wie geht es Menschen damit? Wie belastet sind sie womöglich? Was für Kollateralschäden und so weiter kann man dann noch weiter gucken? Wenn ich diese Waage, diesen Gegenpol nicht habe, dann ist es Propaganda und keine Wissenschaft. Ja, Wissenschaft guckt natürlich zweiseitig und differenziert und versucht so, und so zu schauen. Und ich kann nie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen, auch vor Gericht. Weil es kein Verhältnis gibt. Weil es gar kein Verhältnis gibt. Und das habe ich gesehen und gedacht, wenn wir irgendwie vor Gericht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung haben wollen oder auch die Verordnung verhältnismäßig sein soll, dann brauchen wir doch diesen Gegenpart. Mhm. Sonst gibt es kein Verhältnis. Genau, und das war meine Mission. Mhm. Und du hast mir erzählt, Tag und Nacht gearbeitet eigentlich an dieser Studie in einem unglaublichen, und das möchte ich auch nochmal herausstreichen, an einem unglaublichen privaten, emotionalen Engagement. Ja, dazu vielleicht einen persönlichen Satz angedeutet nur, denn solche Motivation erwächst immer auf mehreren Ebenen. Und vielleicht so viel gesagt, ich habe selbst erlebt im eigenen Leib, was es bedeutet, wenn Verordnungen so stark dazu führen, dass es in die Beziehungen, in intime Beziehungen, in Herzensbeziehungen so eingreift, dass Menschen Angst voneinander kriegen oder der eine vor dem anderen. Ja. Und den anderen nicht mehr sehen will. Mhm. Ja, und sagt, ich kann da nicht raus aus dieser Haut, ich kann dich nicht mehr sehen. Das habe ich erlebt. Mhm. Und das hat mir natürlich auch mit eine Motivation gegeben, zu schauen, Leute, wir müssen da differenziert hinschauen und den ausgesparten Part auch wieder reinbringen. Und mich hat es natürlich auch interessiert, wie geht es anderen damit, auf andere Weise. Und habe in der Studie halt auch offene Fragen gestellt, um nicht meine eigenen Dinge rein zu projizieren, sondern ganz offene. Welche Bilder hast du zu der Maske? Ja, das kann alles sein. Welche Assoziationen, was für Sinnbilder kommen dir in Sinn und wie geht es dir damit und was für Folgen hast du? Das war, ja genau, so fing das an. Vielleicht magst du mal ganz kurz, weil es geht ja um mehr. Wir haben ja einen langen Weg von mehreren, weiß ich nicht, 7, 8 Monaten, die wir durchgehen wollen. Ganz kurz vielleicht 3 Punkte der Essenz dieser Studie. Ja. Also ein Punkt ist, dass die Folgen tatsächlich breiter und krasser waren, als ich das dachte, und zwar zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt. Jetzt gibt es FPP2-Maskenpflicht in Bayern. Damals war noch eine eher lockere Maskenverordnung, ja, genau. Und da war es bereits so, dass Menschen gesagt haben, sie trauen sich nicht mehr aus dem Haus zum Teil, nicht mehr einzukaufen. Lebensmittel, weil ihnen diese, ja, weil sie entweder mit der Maske psychische Probleme, körperliche Beschwerden, ein älterer Mensch hat irgendwie auch geschrieben, er kann die anderen nicht mehr erkennen. Er fragt sich dann den ganzen Tag, war das der oder war das nicht der oder war das der Bekannte? Und solche Sachen, also dass Menschen nicht mehr am Leben teilhaben. Andere, die nicht mehr zum Tierarzt, zum Physiotherapeuten, zur Kirche. Also diese ganze Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, eine Errungenschaft und auch geschützt durch Sozialgesetzbuch und die Europäische Sozialcharta, Teilhabe, Partizipation, ja, das sind alles so hohe Werte. Und man konnte an den Ergebnissen sehen, dass es viele Menschen gibt, die sich belastet fühlen, so doll belastet fühlen, dass sie diese Werte nicht mehr, diese Errungenschaften nicht mehr daran teilhaben können. Das sind zum Beispiel so Punkte, mich jetzt ein bisschen länger an diesem Punkt aufgehalten, man könnte noch ganz viel dazu sagen, zum Beispiel spannend fand ich auch, wie viele schummeln. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe keine für alle Menschen repräsentative Studie gemacht, sondern eine für die sich belastet fühlenden, die ich angesprochen habe, primär, also oder bewusst, ja, fokussiert.
für die, die sich mit den Verordnungen, Maskenverordnungen belastet fühlenden Menschen, und da ist sie durchaus merkmalspezifisch ausreichend repräsentativ. Das kann man machen. Ich wurde dafür mal kritisiert. Ja, das ist ja dann nicht repräsentativ, das ist aber eine Binsen-Weisheitsfehler, sag ich mal, weil Beispiel, wenn ich mich für Menstruationsbeschwerden vor den Wechseljahren interessiere, dann ist es auch klar, dass ich diese Menschen nehme, die vor den Wechseljahren stehen und Menstruationsbeschwerden haben. Nicht den 16-jährigen Jungen. Erstens nicht den 16-jährigen Jungen und auch nicht die, die von vornherein sagen, also ich bin noch nicht in den Wechseln oder ich bin drüber oder ich fühle mich nicht, überhaupt nicht belastet. Ja, oder wer Burnout gefährdet ist oder Suizid gefährdet ist und ich möchte Menschen wissen, wie geht's denen, dann frage ich doch nicht, die sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Ja? Ja. Mir ging es darum, wie geht es euch damit? Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem ja auch bei den Menschen, dass die viele Menschen überhaupt nicht die Empathie dafür haben können, dass es Menschen gibt, die einfach mit dieser Maske, ja, ihnen das Atmen schwerfällt. Und Atmen ist eine der grundsätzlichen Funktionen unseres Lebens. Ohne Atmen können wir nicht leben. Es ist die grundsätzlichste. Wir können die Augen, das Augenlicht verlieren, die Ohren, wir können künstlichen Magen-Darm, aber wenn wir nicht mehr atmen, sind wir nicht mehr. Und das wird eingeschränkt. Ganz genau. Und ich habe in einer Begründung meiner Popularklage vor dem Verfassungsgericht in Bayern auch dargelegt, dass in was für eine Intimsphäre damit eingegriffen wird. Mhm. Die Sexualität zum Beispiel ist total geschützt, ja, gesetzlich, wie schnell man da auch in sexuelle Belästigung und so weiter kommt. Aber ich denke so, ja, der Atem ist auch etwas Hochintimes, es ist auch was Unwillkürliches, es hat einen eigenen Rhythmus, es ist verbunden mit Emotionen, mit dem, wie geht es mir, es ist individuell, man kann Atemtherapien sogar machen und man sieht, was für eine Bedeutung das hat. Das hat eine immense Bedeutung, es ist was ganz, was ganz biopsychologisches und hat ein Eigenleben. Und da so einzugreifen, also das haben die Menschen noch nicht reflektiert, finde ich, die diese Verordnung so eben einfach erlassen, ja. Also eigentlich könnte man sagen, ich atme, also bin ich. Ja, und das ist ja was ganz Frühes, wissen wir auch, wie so tiefenpsychologisch, psychoanalytisch orientiert sind, ne? Wie, oder auch mit Tanztherapie arbeiten oder so, wie früh das ist, ja, also auch ein Säugling ja, nimmt über Haut, ja, über Nähe, über die Stimme, aber eben auch über ihr Atem und Verbundenheit mit der Welt, Kontakt auf und mit dem Riechen, ja, ganz viel auch, dass wir riechen, wir Menschen einander riechen, ja, wir brauchen diese Nähe und den Geruch des anderen, das weiß man von Tieren, wie letztlich auch von Menschen und spielt sogar in die Sexualität mit rein, in die Partnerwahl. Yes. Die Pheromone, ja, wir müssen uns selbst überlegen, ob durch diese Masken im Übermaß irgendwie die Partnerwahl beeinträchtigt wird. Ja, klar, ich kann dich nicht riechen oder so. Ja, das ist ja ein klassischer Spruch. Wir haben weder den Händedruck als erstes Signal, oft noch jetzt, noch haben wir die Pheromone, noch haben wir die Mimik. Ja, wie soll auch nicht die Stimme, die Stimme kommt auch. Ja. Also dumpfer raus. Genau, wir werden einfach ein Stück entmenschlicht, dehumanisiert letztlich. Zumindest wenn man das in diesem Ausmaß wie jetzt und über diese Zeit betreibt, das sage ich so klar. Ja. Wir sind jetzt schon bei so einem philosophischen Punkt. Stimmt. Fast. Entschuldigung. Magst du noch, nein, alles gut. Magst du noch mal was so über deinen Weg durch diese 7 Verfahren sagen, knapp zusammengefasst? Okay. Das war immer Prusa gegen die Bundesrepublik Deutschland. Genau, Prusa gegen die Bundesrepublik Deutschland. Manches war Prusa gegen Bayern, anderes war Prusa gegen RKI-Bundesrepublik Deutschland. So steht jedenfalls auf den Rechnungen, die man dann von den Gerichten zugeschickt drauf. Genau, das war mir dann auch erst zum Teil so sonnenklar, als es auf der Rechnung stand. Es gab einmal einen Maskenpflichtklagestrang. Und dann einen Klagestrang gegen das Robert-Koch-Institut. Und das beides wurde bereits jetzt zusammengeführt am Bundesverfassungsgericht und jetzt im nächsten Schritt, der jetzt gerade beginnt, auch vor dem Europäischen Gerichtshof. Mhm. Wobei der Hauptfokus momentan auf dem Maskenklagestrang liegt. Dass Masken nicht förderlich sind für die psychische und physische Gesundheit. Kann man so sagen und auch den Menschenrechten widerspricht. So da sind wir jetzt, genau. Mhm. Und dann vorher auf den unteren Ebenen ging es letztlich darum, genau. Und da war ich einmal beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof,
Genau, eine Popularklage, das heißt für die Allgemeinheit, auch auf Basis meiner Studie eingereicht, muss aber gleichzeitig parallel zum Verwaltungsgerichtshof und auch eine eigene Betroffenheit, die ich auch habe mit dem Thema, ja, auch anmelden. Das war so dieser eine Bereich. Das muss ausgeschöpft sein, bevor man höhere Instanzen beschreitet. Ich habe mir auf den unteren Instanzen nie große Hoffnung gemacht, muss man sagen. Das habe ich auch schon gehört in der Rechtsprechungspraxis, wie so umgegangen wird mit Corona-Anträgen, also gegen Corona-Maßnahmenanträge. Genau. Aber parallel dazu wurde dann auch eine Klage gegen das Robert-Koch-Institut eingeleitet vor dem Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und dann vom Oberverwaltungsgericht. Und da ging es eben darum, sehr früh, dass die Zahlenbasis, die jetzt immer noch nicht stimmt, das heißt Inzidenzen, die jetzt nicht stimmen, und damals halt ja auch Fallzahlen, Fälle, die einfach vor ganz vielen Faktoren nicht stimmig sind, auf denen ja letztlich die Maßnahmen auch gründen. Genau, und das sind so die Klagestränge, könnte man noch mehr zu erzählen. Und weshalb wurde das abgelehnt? Also du bist ja nun 7 Gerichtsverfahren und es ist immer alles abgelehnt worden, oder? Ja, das ist jetzt nicht ganz untypisch, wenn man in die Entscheidungsdatenbanken aller möglichen Gerichte in Deutschland mal guckt, dann ist das in einem extrem hohen Prozentsatz der Fall. Es sind Ausnahme, was mal genehmigt wird, ist, wenn man sagt, ich möchte gleich behandelt werden, das gab es in München oder in Bayern zumindest einen Fall, der war erfolgreich, ich möchte auch grillen, ich habe aber keinen Garten, dann möchte ich an der Isar grillen, denn sonst bin ich nicht gleichberechtigt mit meinem Nachbarn, der ja auch grillen darf. So was Einfaches, was den Politikern nicht viel macht, da kriegt man mal ein Ja für. Ja? Aber wenn es ans Eingemachte geht, an so eine tiefgründige für mich Sache, ja, die ein bisschen mehr ist als grillen, finde ich, hat man extrem schlechte Chancen. Gründe waren zum Beispiel, als erstes hieß es beim Robert-Koch-Institut, Klage vom Verwaltungsgericht, ein Beispiel als Begründung. Das RKI könnte niemals gegen die Menschenrechte verstoßen oder gegen die Menschenwürde, Entschuldigung, ich korrigiere mich, Menschenwürde verstoßen, weil es in seinem Infektions- und Gesundheitspolitischen Einflussnahme quasi und Wissenschaftspraxis ja zum Wohl der Menschen handelt. Ja. Also per Definition geht genau. Das nicht. Genau, ist ein Axiom, ein Dogma von vornherein, egal was Sie sagen, heißt es so viel. Nach dem Motto, wir müssen uns Ihren Antrag eigentlich nicht angucken, denn wir haben ein Dogma und das ist so, wie es ist. Das ist natürlich überhaupt nicht akademisch, überhaupt nicht wissenschaftlich. Das darf eigentlich, wenn ich sowas so argumentieren würde in meinen Anträgen, wären die natürlich sofort unzulässig sowieso. Gericht darf das. Ja. Sind wir also weiter. Wollen eigentlich das Gute für die Menschen und deswegen können sie nicht gegen die... Können sie nicht Schlechtes für die Menschen machen, Punkt. Das ist eine sehr ignorante Begründung, finde ich. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Und es ging dann. Und das heißt, man hat sich mit deinen inhaltlichen Argumenten ja gar nicht auseinandergesetzt. Das war. Mindestens offiziell nicht. Ob man sie gelesen hat und dann nicht wusste, wie kommen wir aus der Sache raus, argumentativ und von vornherein lieber so abschmettern, das bleibt ein Fragezeichen, das ich so in den Raum stelle. Aber offiziell hat man sich nie bis auf die Sachebene wirklich eingelassen oder tiefer eingelassen und sachargumentatorisch hat man niemals, habe ich in irgendeinem Urteil da einen Grund, eine Begründung für gehört. Sondern es war alles, eine andere Sache war dann beim Oberverwaltungsgericht und glaube ich war es, sie sind zu empfindsam, selbst wenn das Robert-Koch-Institut in seinen wissenschaftlichen Zahlen falsch liegen möge und unwissenschaftlich und statistisch daneben, so nach dem Motto, es ist trotzdem, es kann ja alles sein, aber es ist nicht so schwerwiegend. Und wenn Sie das schwerwiegend empfinden, wenn die Zahlen alle nicht stimmen, ja, dann kann das nur die Erklärung sein, dass Sie zu empfindsam sind. Musste ich mir im Originalton durchlesen. Das heißt, du wirst pathologisiert eigentlich. Ja, Victim Blaming nennen wir Psychologen das. Ja, das musste ich mir dann auch immer wieder sagen, um das selbst zu verarbeiten. Es ist schon auch schwer. Ich bin ja schon auch der Katalysator, wenn ich das alles klage. Nicht nur für mich natürlich, sondern für die Menschen, die das auch möchten. Habe ich diese Urteile zu verdauen. Das wissen viele nicht, die dann nur irgendwo einen Post lesen. Ja, es ist so und so ausgegangen. Aber das, was man sich da anhören muss, ist schon
ziemlich hart ignorant, finde ich, wie gesagt. Genau, und sowas habe ich oft in jedem Urteil irgendwie gehört. Dann haben wir eine Anhörungsrüge gemacht, also gerügt, dass ich nicht gehört worden bin und dass sie eben nicht auf die Sachebene eingegangen sind jemals. Ja, das gab es dann auch. Das haben dann die gleichen Richter bewertet, gegen die wir die ja vom Oberverwaltungsgericht in Brandenburg eingereicht haben, gegen die. Ja. Die haben natürlich sich selbst nicht als schlecht bewertet und gesagt, dann war die Begründung auch witzig, ja. Naja, Sie sind ja mit dem Ergebnis nicht zufrieden, Frau Prusa. Und dann, deswegen reichen Sie sie ein. Aber das ist kein Grund für eine Anhörungsrübe, Punkt. Ja. Dabei haben wir, die Anwältin Frau Hamid und ich, gut dargestellt, nein, wir sind mit dem Prozess, wie Sie zu einem Ergebnis gekommen sind, ja, nämlich einfach jemanden mal eben zu etikettieren, Sie sind empfindlich, als ein Nicht-Psychologe, als ein Nicht-Mediziner, als ein, weiß ich nicht, als ein Richter ohne Grundlagen sowieso, das geht ja gar nicht. Ja. Genau. Ansonsten durfte ich mir den ewig perpetuierten totschlagsargumentativen Satz anhören, der auch in zahlreichen anderen Gerichtsurteilen von anderen Menschen zu finden ist. Textbaustein, ja, nämlich es geht um, ungefähr Wiedergabe, um das Leben einer Vielzahl von Menschen. Ja, weil immer wieder argumentiert ist, wie viele Todesfälle, also dass das ja eine ganz schrecklichste Pandemie einfach ist, oder ganz schreckliche Pandemie zumindest, die so viel Todesopfer fordert, wenn wir nicht alle diese Maske tragen und weiß ich nicht was machen. Genau. Also ich meine, das stellt ja auch keiner in Frage, dass das schrecklich ist, aber die Frage ist mir trotz allem die Abwägung gegenüber von dem Leben, gegenüber der Menschenwürde und den anderen Freiheits- und Menschenrechtsgütern und Werten. Zum einen das und zum anderen in dieser für mich schon übersteigerten Formulierung mit dieser Vielzahl von solchen und diesen, ja, und immer wieder Menschenleben und da denke ich so, ja, es gibt auch Menschenleben, nicht nur die jetzt, mit, weiß man ja, Medianalter von 83 Jahren, ja, offiziellste Zahlen, sterben die Menschen mit oder an Corona, genauso wie ohne Corona. Ja. Ja, sie sterben nicht früher, das war mal irgendeine Peer-Review, also vor dem Peer-Review, eine Studie, die ja ganz groß gleich in die Tagesschau kam. Denke ich sowieso, habe ich nicht in die Tagesschau geschafft. Mein kleiner Spaß, wollte ihn hin, ja. Aber da haben sie gleich erzählt, ja, die Leute verlieren im Durchschnitt 10 Lebensjahre. Heute weiß man, das sind Rechenmodelle, die hier und da nicht stimmen und die auch mit dieser Statistik gar nicht übereinstimmen. Ich glaube, es ist sogar so, wenn ich mit Corona sterbe, lebe ich ein bisschen länger. Ein Jahr länger gegenüber dem Durchschnittssterbealter, aber okay. Puh, das ja, aber das ist... wo ich nochmal drauf wollte, mit diesem Victim-Blaming, also dass die Opfer dann auch noch schuldig sind sozusagen, das ist ja auch bei diesen Maskenattesten so, ich muss mich ja, also eigentlich kriegen es ja nur die, die krank sind, aber es gibt kein gerechtfertigtes, legales Bedürfnis, freien Zugang zum Atmen zu haben. Ja. So, dann bist du vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und dann, ich meine, die kann ich ja fast verstehen, weil du hast eine 600-seitige Klage eingereicht. Hat sich halt was angesammelt, ne? Mit der Zeit. Und das war dann ein relativ Rundumschlag und oder wie war die deine Strategie? Ja, es ist eine Zusammenfügung dieser beiden Klagestränge gewesen, aber schon mit dem Fokus immer sehr stringent diesen Maskenklagestrang. Aber natürlich in der Begründung auch, wenn wir die Maskenverordnung uns genauer betrachten, hat sie auch, und das war auch ein Hauptargument, einfach keine Basis auf dieser statistischen und RKI-Zahlen bezogenen Grundlage. Also da hat sie keine Grundlagen, meine ich, Entschuldigung, genau, Inzidenzen, ja, die Inzidenzen, die einfach tatsächlich hinten und vorne gar nicht stimmen. Ne? Beispiel, ich nehme nur ein Argument, das ist alles in meiner Bundesverfassungsgerichtsklage, kann man auch auf Facebook auf meinem Profil sehen und auf der Allgäu für Grundrechte Seite, allgäu-für-grundrechte.de, da ist sie auch, kann jeder einsehen. Da sind so viele Sachargumente aufgelistet. Beispiel, das ist ja mal eins meiner Lieblingsbeispiele. Der PCR-Test hat ja also ist zu 99%
kann man es jetzt verkürzt darstellen, ich mache es mal einfach, liefert er ein Testergebnis, dass wenn das positiv ist, dann kann man sagen, ist es auch wirklich positiv. Ja, also auf die Masse, nicht beim Einzelfall, aber auf die Masse bezogen. Und wenn man nur davon ausgehen, jetzt zu, positiv gesprochen mal für die Befürworter dieser PCR-Tests, ja, dass nur 0,1% falsch liegen, ja, von den Testungen. Also im Sinne von, dass man positiv getestet wird und es ist falsch positiv. Dann sind das aber natürlich einer von 1000. Ja, das sind 10 von 10.000 und das sind 100 von 100.000. So, jetzt Achtung, das heißt doch immer, wenn wir eine Zahl von 100, Inzidenz von 100 Positiven auf 100.000 Einwohner haben, dann ist das eine alarmierende Zahl. Wir können nicht zur Normalität zurück. Aber allein diese Zahl wäre nur durch Falsch-Positive zu erreichen. Ja. Ja, natürlich variiert es noch nach Inzidenz, aber ich habe jetzt eine durchschnittliche Inzidenz angenommen. Genau, das ist doch alleine schon, das ist absurd. Ja, und da gibt es noch ganz viele Argumente, die wir dazu nehmen können, wie eben die WHO, ja, die jetzt jüngst also auch ganz klar gesagt hat, ein PCR-Test einfach nur positiv bringt uns überhaupt nichts, du musst Symptome haben. RKI, was lesen wir weiterhin auf deren Homepage? Wir testen ohne Berücksichtigung klinischer, also die Zahlen werden eingespeist ohne Berücksichtigung klinischer Symptome. Wieso dürfen die das machen? Nein, ja, genauso wie dieser berühmte CT-Wert. Ja, dass man schaut, es ist quasi einfach gesagt, die Suchdauer, wie lange suche ich im Labor danach, ne, bis ich noch die letzten Fragmente finde. Man weiß aus einer Studie, selbst von Leuten, die 83 Tage lang schon eine Infektion überstanden haben, sind noch Restpartikel, wenn man lange genug sucht und den CT-Wert quasi nur lange genug hoch wird, ne? Finde ich noch fast nach einem Vierteljahr. Alleine schon die paar Argumente, man könnte es noch ergänzen, mache ich jetzt nicht. Das dürfte doch jedem einleuchten, dass dadurch die Zahlen hinten und vorne nicht stimmen. Aber man macht weiter und weiter und weiter. Und von daher zur Klage zurück. Natürlich diese ganze Grundlage habe ich mit angegriffen, weil die Grundlage der Maskenverordnung damit natürlich auch nicht da ist. Und noch ganz normal, deine Klage findet man auf Grundrechte-für? Nee. Ich sage es nochmal genau, also www.allgäu-für-grundrechte.de und das mit AEU, also immer ausgeschrieben. Ja. Okay. Oder auch auf meinem Facebook-Profil, da ist die ganze Historie auch Angela Brusser. Genau, mit OU. Mit OU. Super. Was ist jetzt in Karlsruhe bei rausgekommen? Ja, da, das war... Das war dieses Jahr, oder? Genau, eingereicht am, ich glaube, 16. Dezember, Urteil vom 13. Januar jetzt, recht frisch. Ja, als unzulässig abgelehnt, Begründung war ein Satz, meine ich, oder anderthalb. Und zwar im Kern ganz insbesondere die Betonung, die Nachteile der Maskenpflicht, die dargestellt worden sind, haben mit der Maskenpflicht überwiegend gar nichts zu tun. Das könnten wir mal verifizieren, wenn wir da kurz reinschauen in den Antrag. Ich mache es einfach gerade mal. Dass einfach jeder sich ein Urteil über das Urteil erlauben kann. Also nochmal, die negativen Auswirkungen der Maskenpflicht haben mit der Maskenpflicht als solches gar nichts zu tun. Die ich dargestellt hätte. Aber da merkst du schon, Juristen sind keine Psychologen. Ja, wir können aber schauen, ob das jetzt psychologisch, sachlogisch, denklogisch oder juristisch logisch ist, können wir mal angucken. Ja? Man soll ja angeblich, wenn man eine Maske trägt, nicht mehr so gut denken können. Oder ja, sowas. Ja, das ist jetzt die Frage, wer von uns diese Einschränkungen Feld da hatte. Das lasse ich jetzt mal offen. Das lassen wir es. Aber es ist eine gute Ergänzung. Ja. Allerdings dazu doch kurz nach der Einhakung. Selbst die, das Bayerische Staatsministerium für Pflege und Gesundheit hat in einem, in einem Schreiben, ja, das liegt mir vor, ganz klar zugegeben, ja, der CO2-Gehalt unter Masken steigt und er ist pathophysiologisch bedeutsam, noch vor dem Abfall von Sauerstoff. Ach ja. Ja, also, wir haben eine ganz klare Aussage sogar da, ja, kann man sonst wie in den sozialen Medien noch rum überlegen, ob da der CO2-Gehalt steigt, sinkt oder nicht. Staatsministerium Bayern sagt ja, ist so. Gut, also...
Man muss halt immer beim Bundesverfassungsgericht auch eine Folgenabwägung, also die müssen die Richter natürlich machen, aber man muss argumentieren, was für Nachteile wären gegeben, wenn die einstweilige Anordnung auf Aussetzung dieser Maskenverordnungen in bestimmten Bereichen nicht erginge. Also welche Nachteile gäbe es dann? Mhm. Ja. Und ich habe geschrieben, zum einen die gesamten persönlich dargestellten Nachteile, die ich bereits habe, würden fortbestehen und natürlich sich auch verschärfen. Mhm. Ja, die habe ich hier vorher ganz ausführlich dargestellt, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, in diesem Video jetzt hier. Und ich habe natürlich auch, Beispiel, alle Nachteile, die nichts damit zu tun haben mit der Maskenpflicht, angeblich. Eine Verschärfung der eingetretenen psychischen, psychovegetativen und psychosomatischen und psychosozialen Belastungen und bereits eingetretenen Folgeschäden bei den unter der Verordnung leidenden Menschen, Beispiel eben meine Studie, aber es gibt auch durch diese Angst- und Panikmache. Das Gericht sagt, diese Folgeschäden gibt es nicht. Nee, es sagt, mein Argument, dass ich das überhaupt aufliste hier, hat mit der Maskenpflicht nichts zu tun. Die haben nicht mal gesagt, meine Studie hat damit nichts zu tun. So weit sind die gar nicht gekommen. Die haben gesagt, die dargestellten oder aufgelisteten Nachteile, also allein, dass ich das hier vorlese, hat inhaltslogisch nichts damit zu tun. Okay. Ja, also dass Leute depressiver werden, liegt nicht an der Maske. Genau. Mhm. Und wenn ich sage, es gibt psychische und psychovegetative, psychosomatische, psychosoziale Belastungen und Folgeschäden. Das hat nichts mit der Maske zu tun. Es gibt die quasi nicht. Genau, aber nicht, weil sie die Studie auseinandergenommen haben an der Stelle, sondern genau. Dann weiß man vom Gerichtsmediziner Tschokos, dass es zu einer Häufung von Suiziden kommt, allein durch die Angstmache. Der hat Leute in der Wohnung gefunden, Rechtsmediziner aus Berlin, ich glaube auch mit der Charité verbunden. Genau, ich kann ihn gerade nicht 100% einordnen, aber genau, der hat Leute mit Gasmaske und Astronautennahrung in der Wohnung gefunden. Ja, alleine, da sieht man, wo Menschen hingetrieben sind. Die haben so viel Angst, dieses Virus zu kriegen. Andere, weiß man, haben Abschiedsbriefe geschrieben, dass sie in so einer Welt nicht mehr leben wollen, die sich hier entwickelt. Das hat alles natürlich mit der Angstmache. Und ich habe dargestellt, dass diese Angstmache natürlich durch dieses Symbol auch aufrechterhalten wird. Das ist absolut logisch, psychologisch. Diese Propaganda, diese Werbetafel, oder? Diese Werbetafel. Da steht Angst drauf. So viel Angst, wir dürfen nicht frei atmen. Sowas darf man eigentlich nur nicht beim Giftgasanschlag oder Ähnlichem. Ja, also in dieser Dimension. Oder bei einem Ich kann nur sagen, also wenn ich immer mit einer Maske vor mir sehr auf der Straße sehe, ich gehe völlig unwillkürlich einen Schritt zur Seite. Mhm. Ja. Also irgendwie... es ist einfach eine völlig intuitive Reaktion. Ist das. Genau. Es erzeugt irgendwie Angst, Flucht und so Fluchtmechanismus. Es wird ständig Bedrohung gespiegelt. Ja. Also es wird ständig gespiegelt, es ist ein schwer gefährlicher Zustand hier im Lande. Genau. Das soll es ja auch. Nur, ich meine, nur diese, das erhält kein normaler Mensch, das sagt ihr wieder, die Psychologen können das mal besser erklären halt. Hält das über Monate aus, solche Situationen. Dann eigentlich ist unser Gehirn ja so, dass es Angst, durchaus mit Angst umgehen kann, ja, wenn der Löwe hinter uns her ist, aber eigentlich wird Angst ziemlich schnell abgebaut. Also entweder hat der Löwe uns gefressen oder wir sind in Sicherheit. Aber dieser permanente Angstzustand, ich glaube nicht, dass es den in der natürlichen Evolution der Spezies gab. Mhm. Dafür ist unser Körper auch nicht ausgerichtet. Genau, und jetzt gibt es natürlich Menschen, die argumentieren das Gegenteil. Ich komme zwar gleich nochmal hier drauf zurück, aber kurzer Exkurs an der Stelle zu. Menschen sagen, das ist auch doch ein Symbol für Schutz. Und es stimmt, es gibt unweigerlich Menschen, die das als Schutz ansehen. Auch in meiner Studie ist das, das muss man auch, ich darf nicht einseitig sein, bin ich auch nicht. Obwohl ich nur die Belasteten gefragt habe, gab es selbst unter den Belasteten mit der Maske auch ein paar Einzelfälle, die gesagt haben, ist es für mich trotzdem ein Schutz. Okay, aber jetzt müssen wir uns trotzdem überlegen, wenn es auf der manifesten, oberflächlichen Ebene, ja, psychologisch ein Schutz ist, heißt es trotzdem Schutz vor was denn? Ein Schutz kann ich nur haben, wenn es eine Bedrohung gibt. Mhm. Und deswegen ist die latente Ebene weiter Bedrohung. Mhm. Ja? Und ja, das muss man natürlich weiterhin so sehen. Mhm. Genau. Mhm. Wenn man weiter prüfen, ob das alles nichts damit zu tun hat, was ich dargelegt habe mit der Maskenpflicht, dann, ja, ich habe natürlich noch dargelegt, dass es ein weiterlaufendes Experiment am Menschen wäre, wenn das aufrechterhalten wird, in Form einer undifferenzierten Maskenverordnung, nämlich trotz eben bekanntlich unter der Maske steigenden oder sogar vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege angegebenen pathophysiologisch bedeutsamen CO2-Gehalt. Ja? Und die Frage ist, was wächst daraus?
Das hat keiner jemals erforscht. Mhm. Ja, und auch wenn es in manchen Kulturen im südostasiatischen Raum vielleicht schon länger sowas gibt, ja, bei totalitären Regimen, da interessiert sich die Regierung auch nicht dafür, wie es den Menschen damit geht. Ja? Also das können wir sicherlich nicht heranziehen. Und deswegen ist es ein Menschheitsexperiment. Je flächendeckender, langfristiger und stärker, also mit FPP2-Masken, ja, wir das machen, wissen wir nicht, ob es vielleicht zu frühzeitigen Demenzen kommt, ja, wegen diesem CO2, vielleicht irgendwann O2-Ding, wegen auch Stresshormonausschüttung. Wir wissen ja auch von der Studie vom Kinderarzt Janssen, dass sich die Nierenwerte quasi verändern. Also, dass wir Stresshormone ausschütten, die Niere, auch versucht, das zu kompensieren, diese ganzen CO2 und O2 Disbalancen, die dann da passieren und was da alles draus wächst, ich wage mich jetzt nicht aufs medizinische Gebiet, aber allein vom Denklogischen ist da ein Riesenfragezeichen, was passiert da? Ja, wir werden einem Menschheitsexperiment ausgesetzt und auch sozial. Was passiert, wenn wir so wenig Lächeln sehen, wenn wir uns mimisch nicht mehr abstimmen können, wenn wir ständig Suggestionen kriegen mit du bist gefährlich, ich bin gefährlich, ja. Insbesondere für Kinder in Entwicklung, aber auch für psychisch vorbelastete Erwachsene, ständig die Suggestion, die Gehirnwäsche eben, ich bin gefährlich, du bist gefährlich, willst du schuldig sein, ein Mörder sein, wir sind hilflos, haben kein Immunsystem, kein wirksames, wir sind völlig abhängig von der einzigen Lösung durch einen Impfstoff, ja, das propagieren wir damit auch, ja, und da kann mir niemand sagen, es hat ja mit der Maske nichts zu tun, natürlich, auch ältere oder eher einsame Menschen, die zum Teil nur noch beim Einkaufen soziale Kontakte haben, erleben an ihrem Lebensende so gut wie kein Lächeln mit ihren Mitmenschen. Mhm. Aber es hat nichts mit der Maskenverordnung zu tun. Ja. Ich habe so eine Freundin, die arbeitet in einem kleinen Geschäft. Mhm. Und da kam eine alte Frau, die war halt mit der Maske. Und die brach irgendwie in Tränen aus und sagte, sie möchte endlich mal ein Lächeln sehen, ob sie denn mal die Maske abnehmen würde. Das ist ja rührend. Ja, ja, da sehen wir ja diese Menschlichkeit. Mhm. Mir geht es so sehr um Menschlichkeit. Ja, geht es mir so sehr, merke ich, das ist jetzt ein Punkt, der mich hier abholt, wo ich innerlich auch mit einer Seite stehe. Ja. Ich kämpfe, möchte für die Menschlichkeit mich einsetzen, mit Haut und Haaren. Mhm. Ja. Ich kämpfe dafür, quasi mit Haut und Haaren. Mhm. Vielleicht noch ein, zwei Punkte, dann kommen wir zu was anderem. Oder auch, was ich ganz wichtig finde, diese Maskenverordnung, Pflicht, ja, mit dann auch allen Schäden, wie eben Diskriminierung und so, die ich auch dargelegt habe, ja, dass Menschen, die dann nicht mitmachen, die bösen Spaltungssymbol. Ist ein Spaltungssymbol und Faktor. Und habe deswegen geschrieben, es ist eine weitergehende Aufspaltung der Gesellschaft bei Aufrechterhaltung dieser Pflicht. Ja? Ja. Und damit eine zunehmende Bedrohung des sozialen Friedens in diesem Land. Und wenn wir das weiterdenken, mit so einer Aufspaltung, die immer weiter aufrechterhalten wird, wo Menschen sich anfallen, du trägst keine Maske, du trägst eine Maske, die gehen sich schon körperlich an. Ja, es gibt reihenweise, seitenweise von mir beigefügte Beispiele, flächendeckend aus ganz Deutschland, wo Menschen psychisch und körperlich nennenswert angegangen worden sind im Rahmen dieser Verordnung. Und es wundert mich nicht, ich schließe vielleicht, ich habe noch seitenweise hier Sachen auch natürlich dargelegt, es wundert mich nicht, wenn wir ins Grundgesetz gucken, ja, wenn wir anschauen, Artikel 1 geht es um Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Es steht im Absatz 2, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, den man nur so, also so ernst nehmen kann. Denn ich sehe das an all den Dingen, auch den Zuschriften, die ich bekomme, an den Beispielen, die ich gerade aufgezeigt habe. Wenn wir Menschenrechte, die unveräußerlich sind, aus unserer Geschichte auch heraus als unveräußerlich markiert werden, ja, einfach veräußerlich machen und verletzlich wieder machen, wie eben genau die Grundrechte ja auch damit verbunden sind mit der Maskenpflicht, dann gefährden wir einfach, steht hier ja ziemlich klar drin, wir gefährden die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, das Zusammenleben. Wir gefährden den sozialen Frieden, ja, und Gerechtigkeit in der Welt. Also Frieden bezieht sich dann sogar auf die Welt. Ja, also was im Kleinen ist, wirkt ins Große. Und da denke ich, wenn wir das so lesen, dann liegt es sicherlich nicht nur immer das Leben, wir müssen alles gegen das Leben und den Schutz des Lebens abwägen,
sondern nee, wir müssen auch den Frieden, die Aufrechterhaltung des Friedens, dass es nicht zu einer solchen Aufspaltung der Gesellschaft kommt, dass es fast zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, vielleicht auch mal zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen kommt. Wer weiß, was schon Länder, wo das passiert. Genau, und wo die Impfpflicht noch einen auf die Maskenpflicht draufsetzt, uns in Geiselhaft hält, wir werden erst erlöst. Es gibt erst eine Normalität, wenn alle diese Verordnung mitmachen und alle diese Masken tragen und alle die Impfung haben. Und wohin wollen wir denn? Das muss reflektiert werden. Und vielleicht ein Satz noch aus meinem Innersten heraus wirklich. Ich werde so oft missverstanden und kriege auch manchmal, zum Glück ist es nicht so oft, aber manchmal schon, Anfeindungen auch in sozialen Netzwerken und so, wo mir dann gesagt wird, ja, es geht ja nur um blöde Freiheit, Freiheit, ihr blöden quer andersrum, rundherum Denker, ja, ihr euch mir mit eurer blöden Freiheit. Es geht mir um so viel mehr und ich mag den Leuten einfach sagen, jeder, der hat das Thema und auch meine Darlegungen überhaupt gar nicht tief, auch nicht ansatzweise durchdrungen, ja, die man alle nachlesen kann, wenn man mir unterstellt, mir geht es um eine blöde Freiheit, nein, mir geht es um etwas so menschlich, um unsere Menschlichkeit. Ja. Und mein Lieblingszitat daraus ist ein englisches, aber einfach zu verstehendes: The main point is not to stay safe, but to stay human. Yeah. Und das ist momentan mein Lieblingszitat. Menschlich zu bleiben. Und es geht auch, glaube ich, darum, wirklich neu zu erfahren und zu definieren, wer sind wir überhaupt als Mensch, oder? Also dieses Menschliche in uns, das ist ja auch unser Potenzial eigentlich. Und diese Masken, ich habe da am Anfang dieses Lockdowns, habe ich sowas geschrieben über maskenloses Miteinander. Das ist ja auch, ich erkenne den Menschen gar nicht mehr, oder? Ich verberge mich auch und ich glaube, es geht darum, wir hatten immer schon Masken eigentlich, letztendlich kulturell, oder? Und ich glaube, diese neue Welt, die ich mir wünsche, die hat dieses maskenlose Miteinander. Mhm. Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wo wir einfach uns als Menschen begegnen. Mhm. Ganz genau, und dazu brauchen wir halt das Lächeln, die Mimik und auch die Nähe. Natürlich je nach Situation und jemand, der hochgradig erkältet ist und um sich spuckt, da haben wir einen natürlichen Instinkt. Ja, da schließt mich der Frau Helmbold an, ja, Sabine Helmbold bei Ärzte für Aufklärung, die das Gleiche sagt. Wir haben eigentlich unsere Instinkte und beschützen uns auch ein großes Stück weit instinktiv. Ja. Und jetzt brauchen wir für unser Menschsein den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja. Der bist du jetzt dabei, für uns alle zu kämpfen, zu gucken, ob der uns unterstützen kann. Denn da sind wir bei einer Instanz, die sich mit dieser Frage des Menschseins schon sehr viel und der Menschenwürde schon sehr viel in der Vergangenheit beschäftigt hat und so ein bisschen kann man sagen, vielleicht so das europäische Gewissen oder sowas des Menschseins darstellt. Da kommen wir jetzt hin. Du hast die ganzen Instanzen durchgemacht in Deutschland und du klagst jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Genau. Das fängt jetzt in den Tagen an. Vielleicht kurz zu den Formalitäten. Ich mache das mit einem Rechtsanwalt, der mich in dieser Materie des Maskenklagestranges schon von ziemlich Anfang an begleitet hat. Dem Herrn Reimann, genau. Und der wird im Hintergrund jetzt auch unterstützt von jemandem, der sich ja jetzt nicht mit Namen outen möchte, aber ich kann so viel sagen. Es ist ein Professor von einem wissenschaftlichen Menschenrechtsinstitut im Nachbarland zu Deutschland, der bis vor 2 Jahren dieses Institut auch geleitet hat in der wissenschaftlichen Leitung. Also er kennt sich aus, er hat auch in Straßburg vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, war schon als Gutachter tätig, hat eigene Fälle da vertreten und so weiter. Also der arbeitet im Hintergrund jetzt mit uns, wird das auch nochmal durchlesen, bevor wir es abschicken. Also auch gut zu wissen, dass wir einen richtigen Experten wirklich gewinnen konnten. Glücklicherweise haben wir auch finanzielle Unterstützung an der Seite und ja, moralische Unterstützung dabei und auch zum Teil inhaltliche Abstimmung. Es gibt einmal den Marcel Jahnke, ein Deutscher, der vor 20 Jahren nach Südostasien gegangen ist, dort ein großes Unternehmen im Gesundheitsbereich im weiteren Sinne hat
und dem das auch ein großes Anliegen ist. Mhm. Also all die Dinge, die wir hier letztlich auch gesagt haben, mehr oder weniger, sind ihm auch ein großes Anliegen. Mhm. Und er unterstützt das, er ist jetzt der Hauptsponsor dieser Klage, wird das den gesamten Rechtsweg vor dem den gesamten Prozess, wenn er hoffentlich so weit kommt zur Eröffnung, ja und so, unterstützen finanziell als Hauptsponsor. Aber du kannst auch noch weitere Unterstützung gebrauchen. Genau. Du hattest gesagt, glaube ich, 30.000 hatte ich das bislang die Klage gekostet. Bislang hat es mich das alles rund 30.000 gekostet. Das sind rein die Gerichtsanwaltsgebühren und sonst was. Ja. Plus ja, und dazu deine, kommt ohne deine Arbeit zu bezahlen, ja. zu ja, bewerten. Die habe ich also bis jetzt Studie noch nie bezahlen lassen. Oder ja. sonst was nee, oder sowas. Genau. Dafür. Du bist ja Tag und Nacht dran am Arbeiten, das Ganze zu machen. Und also du kannst auch unterstützen. Wie kann man dich unterstützen? Also, gibt es da irgendwie ein PayPal-Konto, ein Spendenkonto, irgendwie ja, sowas? Genau, also es gibt abhängig von oder unabhängig von dem, dass der Hauptsponsor zum Glück gewonnen werden konnte, ja, gibt es natürlich. Es gibt zum einen noch Auslagen auch aus der RKI-Klage, da gibt es jetzt noch die letzten Rechnung, die noch ansteht, ja, also auch ein langer Prozess. Da ist allerdings zum Glück, also ist auch Ärzte für Aufklärung, die uns da unterstützen. Mhm. Ansonsten gibt es aber, wie gesagt, es gibt noch genug Einzelteile, die noch unterstützt werden müssen, allein schon die Vorarbeit wieder für diese EuGH-Sache und so weiter. Und das Mastenklagestrangkonto ist bis jetzt auch noch mit fast 1000 Euro im Minus momentan. Also da kann gerne jeder, das heißt auch, wenn jemand 5 Euro spendet, 10 Euro, 20 Euro, für das alles auch drumherum. Das Spendenkonto findet man auch auf der www.allgäu-für-grundrechte. Wir tun es hier unten auch nochmal dran und verlinken. Genau. Das wäre super. Ja. Genau, prima. Also es ist eigentlich, dieses 7 Gerichtsverfahren ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ja, es gab Strecken, da habe ich Tag und Nacht daran gearbeitet. Also dann habe ich auch mal jetzt für 2,5 Monate mich ein bisschen zurück mehr gezogen und nebenbei eher das ein bisschen Lower Level gemacht. Mhm. Und jetzt werde ich aber wieder voll einsteigen. Bist du zuversichtlich, was Straßburg angeht? Also, ich sag mal, ich habe immer einen Strang an Hoffnung in mir, sonst kann ich das ja gar nicht machen. Aber das war ja ein Frust nach dem anderen eigentlich, oder? Ja, aber ich bin immer wieder in einem Teil meiner Seele mit völlig neuem Mut rangegangen, weil ich gesagt habe, das ist so logisch, das muss jedem klar sein, da kann man nur Ja zu sagen. Ja. Und ich meine, die Begründung, die ich jetzt zum Teil zitiert habe, die ich von den Gerichten bekommen habe, zeigen ja auch, also wirklich inhaltliche Argumente wurden mir nicht präsentiert. Mhm. Und ich krieg von aber trotzdem, das muss man auch erstmal wegstecken, oder? Na, es gibt schon Auf und Abs auch natürlich bei mir. Und es gibt, wie gesagt, diese eine Seite, die sagt, ich hoffe und ich bin völlig fokussiert darauf und ich glaube daran und ich bin mit ganzer Seele dabei und ich glaube an das Gute der Menschen auch. Mhm. Also es wird auch Richter, die da in Straßburg sitzen, sind Menschen. Und wenn sie wollen, das hat mir eine Anwältin gesagt, die mit mir eng zusammengearbeitet, die immer gesagt hat, die Gerichte wollen nicht, das Gericht will nicht. Wenn das Gericht will, dann macht es das auch. Ja? Mhm. Und es ist so, wenn du nicht einen völlig grottigen Antrag stellst, haben sie eigentlich auch zum Teil, zumindest Verwaltungsgerichte, die Aufgabe, das Rechtsanliegen, selbst wenn es nicht perfekt dargestellt sein sollte, auch mit zu eruieren quasi oder mit zu ersehen. Mhm. Die können nicht einfach sagen, ach, da fehlt ein Satz. Da werden wir sie jetzt festnageln und das sozusagen. Ne? Also wer will, wer wirklich will, der macht. Aber es gibt in mir auch die andere Seite. Ich nenne die immer für mich die Realitätsprüfungsseite. Das heißt, wenn ich mir das mit Abstand alles ganz sachlich betrachte bis jetzt, dann gebe ich im Moment, da differiere ich mit anderen, die mit mir auch zusammenarbeiten oder enger in Kontakt sind, aber ich gebe Deutschland tatsächlich momentan für die nächste Zukunft erstmal eine schlechte Prognose. Weil ich einfach zu sehr sehe, wie sich die totalitären Entwicklungsaspekte, ja, mit Propaganda bis ins letzte Privatlebensdetail, Schuldzuweisung, Spaltung der Gesellschaft, Dogma, Willkür, ja, im Sinne von, das muss ja nicht stimmen und da müssen wir uns nicht an die WHO halten und hier können wir die Zahlen machen, wie wir wollen. Das ist ein solches Unding, das hätte ich nie gedacht.
Und es hat sich so verfestigt. Und also diese so autokratische Eingriffe in dein Privatleben. Und darum geht es ja in der europäischen Menschenrechtskonvention ja auch, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kern deiner Klage. Ja. Mhm. Weil das ist ja eigentlich, du musstest ja eigentlich durch die ganzen vorherigen Instanzen gehen, um überhaupt nach Straßburg kommen zu können, nicht? Genau, richtig. Also eigentlich war das erfolgreich jetzt. Eigentlich war es erfolgreich, jetzt kommen wir nämlich dahin und haben dann wirklich, da geht es dann wirklich um die Sache. Genau. Um die Sache, da ist zwar die Maske irgendwo da ein Thema, aber eigentlich geht es um das eigentliche Thema, um das es uns ja eigentlich auch heute geht oder was wir auch sagen, was dahinter steht, was ist eigentlich Menschsein heute? Was heißt das? Sind wir ein technokratisches Gesellschaft, werden wir nur noch letztendlich zu Maschinen oder sind wir menschliche Wesen mit viel, viel mehr? Genau, das ist ein gutes Stichwort. Da gehört auch da wirklich zu im Kern, wie viel Autonomie bleibt mir? Darf ich noch? Also Selbstbestimmung. Genau, Selbstbestimmung. Darf ich über meinen Körper, über meine Psyche, über meine sozialen Kontakte, darf ich da überhaupt noch selber bestimmen? Ganz genau. Und da gibt es zum Beispiel... Ich meine, der Anwalt wird da noch ganz andere Dinge rausarbeiten. Ja, ich bin ja auch jetzt nicht Juristin, aber natürlich ein bisschen jetzt auch mit drin und habe schon auch erste Tipps bekommen, auch von dem im Hintergrund arbeitenden Prof. Allein den Verweis, es gibt in der Europäischen Menschenrechtskonvention den Artikel 8 und da wird zum Beispiel Absatz 1, also es wird wird das Private Life eigentlich garantiert. Ja, Private Life könnte man jetzt als Privatleben übersetzen. Merkel würde sagen, ein Luxusprivileg, ja, Private Life. Genau, sowas gibt es nicht mehr, ja. Meint aber in dieser Menschenrechtskonvention, also es steht, es deckt alles ab, das Physische und das Psychologische in der gesamten Integrität seines Seins, ja, psychologische und physische Integrität. Und es lässt sich gar nicht erschöpfen, sagen sie auch, in ihrer Definition. Das heißt, ich weiß aus Rechtsprechungspraxis, da gehört auch sexuelle Orientierung, sexuelle, ja, bestimmte Freiheiten, Freizügigkeiten, selbst solche Identitätsaspekte. Darf ich über mich selber bestimmen? Ganz genau. Ja. Und wenn man überlegt, ne, nochmal den Link, wie die Sexualität geschützt ist, also immerhin heutzutage, es war auch ein langer Weg dahin, aber dann sind wir da im Sinne von des Freiatmens, der Grundrecht überhaupt und des sich menschlich Begegnens, ohne sich zu dehumanisieren mit der Dauer und Art dieser Maske da, kann ich da weder über meine physiologischen Auswirkungen, ja, noch über meine sozialen und psychologischen, in diesem Punkt habe ich noch ein Private Life. Ja, ich kann darüber nicht bestimmen und ich habe keine Autonomie und Gestaltungsfreiheit mehr, sondern es ist doktrinartig, von oben bestimmt. Am besten bis ins letzte Privatleben, bis hin natürlich, mit wem man sich trifft, wie viel die Distanz ist, also es ist Wahnsinn. Ja, in Kanada, die Ministerin hat ja gesagt, beim Sex auch die Masken aufzusetzen. Und das ist das beste Beispiel, wie dieses Private Life an der Stelle ausgehöhlt wird. Ja? Mhm. Und auch der das Kriterium für Totalitarismus ist ja also eines von vielen, dass die Propaganda bis in den letzten Winkel des Privatlebens reicht. Und wenn es sogar bis ins Bett reicht, dann hat es wirklich alle Glocken geschlagen, oder? Das müsste eigentlich jedem klar sein. Also das ist ein Punkt, das ist so dein Herzensanliegen, oder? Dass wir wieder da zurückfinden, wer sind wir und uns selber bestimmen können in all dem, was uns ausmacht. Ja, und mein Herzensanliegen dahinter ist diese Menschlichkeit, die Menschenliebe. Ich liebe das Menschenbild von einem sozio-emotionalen Wesen. Mhm, ja? So wie wir jetzt hier sitzen, da merken wir, wir haben dieses Menschenbild. Ja? Wie wir miteinander jetzt in dem Moment auch, finde ich, gerade schwingen. Ja? Und stellen wir uns die ganze Szene jetzt in dieser Sekunde mit Masken vor, es wäre ganz anders. Das ganze Klima wäre anders. Absolut. Ja, es wäre gar kein Schwingen. Dieses Lächeln, diese Stimme, dieses Aufeinander hier gerade so wirken, auch für den Zuschauer. Kann sich jeder Zuschauer in diesem Moment fragen, wie wäre das? Ich sehe da drei Gesichter, die Stimmen sind etwas verhüllt, die reden auch, aber ob die da lächeln, weiß man nicht. Vielleicht lachen sie ein bisschen, aber man kann sich überhaupt nicht so abstimmen. Es entsteht so ein Raum gar nicht mehr. Winnicott
aus Objektbeziehungstheorie würde sagen, der potenzielle Raum, dieser kreative Miteinander-Spielraum, der geht völlig verloren. Den brauchen wir aber für Kultur, für Theater, für Tanz, für Musik, wir brauchen für alles. Ich schweife schon wieder ab, das Thema ist so riesig. Ich komme wieder zurück. Ich kann nochmal abschweifen, weil ich schaue gerade auf das Rezept für Freude, was hier an dem Kachelofen liegt. Das war da, als wir das hing da, das hing da. Also wir haben es. Also Zutaten: eine Tasse Lachen. Tüte Lachen. Tüte Lachen. Gut. Zwei Tassen gute Laune. Zwei Messerspitzen positives Denken. Eine halbe Tasse Humor. Eine Tasse Selbstvertrauen. Zwei Löffel Genuss. Eine Prise guter Wille, zwei Tropfen Gelassenheit und ein Beutel Lebenslust. Das muss man mal alles auch hier über den Mund aufnehmen, oder? Ja, ja. Da braucht man schon freien Zugang zum Mund. Ja, das stimmt. Und so, und jetzt kommen wir zurück genau. zum... Und wie viel, aber wenn wir hier gerade dabei sind, nur ein Link noch, dann sehen wir auch, was für Auswirkungen das hat. Es gibt ja auch Menschen, die an den Kulturen leben, mit Maske nicht mehr teilnehmen wollen, weil sie sagen, das ist für mich keins mehr. Ich gehe nicht mehr ins Restaurant, ich gehe nicht mehr, auch wenn ich könnte, mit so einem Ding irgendwo hin in zum Einkaufen. Oder, ne? Also es schadet auch parallel dann ein anderer Strang der Wirtschaft natürlich mit, ja, das ganze Zeug neben dem Menschenbild und so. Aber wenn wir bei Menschenrechten, Europäischer Gerichtshof sind, wo es jetzt hingeht, und nochmal an die Substanz gucken, die natürlich vom Anwalt noch untermauert wird, dann ist auch spannend, dass es etwas hier komplett Gegenteiliges zu dem Statement von Angela Merkel steht. Angela Merkel jetzt nicht nur auf Masken, sondern auf generell Verordnung, Lockdown, Impfpflicht, ja. Vor allen Dingen Impfpflicht oder Impfung, Entschuldigung, Impfung, sage ich bewusst lieber. Impfangebot. Ja, genau. Da sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klar, die Kammer... ich muss mal auf Deutsch übersetzen hier nebenbei, die Kammer sagt klar, dass es notwendig ist, dass Staaten minimieren müssen, so weit wie möglich, Interferenzen mit diesem Artikel 8, also Private Life und was ist alles für Integritäten, das da alles heißt, ne? Dadurch, dass sie versuchen, alternative Lösungen zu finden, to find alternative solutions, ja, und generell danach suchen müssen oder versuchen müssen, ihre Ziele so zu erreichen, auf den am wenigsten beeinträchtigenden Weg oder Weise für die Menschenrechte. Das heißt, Regierungen müssen eigentlich gucken, dass dieses Private Life unversehrt bleibt. Ganz genau. Und auch Human Regards Human Rights, ja, also generell die Menschenrechte. Und da stecken alle, ja, letztlich die Grundrechte basieren ja auf den Menschenrechten, also wenn wir die durchgehen würden, würden wir da noch viel mehr finden. Ja? Und alleine das wurde verabsäumt. Geht auch gar nicht, wenn es keine breiten Diskussionsforen mit allen möglichen Wissenschaftlern pro und contra gibt und im öffentlichen Fernsehen am besten auch ganz viel pro und ganz viel ganz krasses contra. Ja? Und die müssen da alle eingeladen werden. Das ist ausgewogen. Genau. Ja. Sonst würde das wurde bis jetzt schon bald missachtet. Ja? Das widerspricht der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, was Deutschland für eine Grundpolitik da macht, vom Grund herangehen an sowas. Als letztes vielleicht gerade noch, interessant ist auch die Europäische Sozialkarte, Artikel 11, beinhaltet das Recht des Schutzes der Gesundheit. Und da sagt der zugehörige Digest, das ist ein riesen Buch quasi, was da noch die Erläuterungen zu diesen jeweiligen Artikeln ist. Und da heißt es dann auf Seite 28, genau, ich verkürze es mal, verlinkt das Ganze mit der Menschenwürde und sagt, das ist total gekoppelt. Denn die Menschenwürde ist der fundamentale Wert und das Herzstück von allem, von der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Sozialcharta. Und sie sagen, die Gesundheit, der Schutz der Gesundheit, in dem Sinne, wie es bis jetzt auch gefächert ist, psychologisch und physiologisch auch, ja, also das kommt gleich noch, ist eine Voraussetzung für die Bewahrung der Menschenwürde. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir Gesundheitsschutz nur noch virologisch sehen, dann widersprechen wir automatisch auch der Menschenwürde, wenn man es ein bisschen weiterdenkt. Und hier die Definition, die ist schon ein bisschen bekannt, aber ich wiederhole sie gern nochmal, lautet,
nämlich Artikel 11, und das hat die WHO auch übernommen normalerweise, ja, dass Gesundheit verstanden wird als ein Zustand kompletter physischer, mentaler, das heißt auch psychologischer zum Teil, und sozialen Wohlergehens und nicht die bloße Abwesenheit von Seuche oder von Gebrechen und Krankheit. Mhm. Wir werden aber genauso behandelt, als sind wir dann gesund, wenn wir nicht gerade einen positiven Test haben. Mhm. Und selbst mit der falsch positiv ist, sind wir auch noch krank. Ja, also genau. Mehr gesunde Menschen sind potenziell krank. Genau. Wir sind potenziell krank, wir potenzielle Anstecker, potenzielle Gefährder. Und Gesundheit ist psychisches, physisches und soziales Wohlergehen. Das ist eine völlig andere Qualität und da wollen wir ja eigentlich auch hin. Genau, und dazu nur noch, zur psychischen Gesundheit, mentalen Gesundheit gehört auch, dass ich mich nicht ständig selbst gespiegelt sehen muss als krank, als Virenträger, als jemand, der Viren vermehren könnte, als jemand, der vielleicht falsch, vielleicht aber auch richtig positiv ist und auch wenn er keine Symptome hat, mit der ganz hohen Wahrscheinlichkeit trotzdem krank ist, obwohl er gesund ist. Gesunde Menschen als krank zu spiegeln in dieser Masse und über so einen langen Zeitraum ist eindeutig nicht vereinbar mit der Menschenwürde. Ja. Und auch ein Punkt, um zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Also das hört sich so an, als ob die sozusagen vom Fach sind, wirklich. Die anderen Gerichte waren nicht wirklich vom Fach. Was jetzt die Menschenwürde angeht, ja, was jetzt dieses Thema angeht. Was dieses Thema angeht. Was dieses Thema angeht und das da eigentlich Hoffnung ist nach der Sozialkarte, die die haben, dass du da Gehör findest. Ja, wie gesagt, ich habe einerseits absolute Leidenschaft und Hoffnung, weil es so eine Katastrophe ist, die jeder einfach durchschauen muss. Mhm. Zum anderen ist es natürlich so, die Chancen sind auch da. Ja, natürlich nicht nur blühend, wenn man das realistisch wieder sieht, neben der Hoffnungsseite den Realismus reinbringt, denn wir gehen im Eilrechtsschutz dagegen vor. Das heißt, wir werden in den nächsten 4 Wochen ungefähr diesen Eilantrag ausarbeiten. Er soll Anfang März eingereicht werden. Und wir können kein Hauptsacheverfahren dort anhängig machen. Denn man weiß, diese Hauptklagestränge werden oft erst nach Jahren bei einigen Fällen, die man kennt und recherchiert, dann nach 4 Jahren noch nicht eröffnet. Ja. Bis dahin brauchen wir das nicht. Wenn wir in 4 Jahren eine Sache kriegen, wie die Maskenpflicht ist, das interessiert nicht. Und diese Eilanträge sind aber eher bis jetzt, weil noch ist nicht bekannt, dass jemals jemand mit einer Corona-Verordnung bis jetzt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist. Ja, also in Deutschland jedenfalls nicht, das wüsste man. Du musst ja vordringen, das geht über diese 7 Verfahren. Genau. Jetzt ist es allerdings das Problem, dass dieser Eilrechtsschutz meistens gebraucht wird für so Fälle wie eine Abschiebung, so soll verhindert werden. Also wo das Ganze noch ein paar andere Dimensionen hat, zumindest. Ja, und diese Tragweite und Tiefe, die das hier hat, wenn man es genau betrachtet, ist vielleicht dann nicht so, ist es noch nicht in der Regel, dass man das da so untergebracht hat. Ja, aber es gibt ja keine Alternative, den Hauptklagestrang kann man nicht nehmen. Es ist also Pionierarbeit, muss man sagen, an der Stelle. Auch für die Gerichte wird es Pionierarbeit sein, eine solche komplexe Sache trotzdem zu sehen. Wenn, dann kann sie nur im Eilrechtsschutz. Macht es nur Sinn. Ne? Okay, Daniela. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, auch für uns alle als Individuen, als soziale Wesen, als körperlich-physische Wesen, dass da was wirklich von Herzen auch rüberkommt. Ich danke dir für deinen Mut, für deine Ausdauer, für deine intellektuelle Brillanz, für dein Engagement, wirklich Tag und Nacht zu arbeiten. Und ich möchte nochmal den Zuschauern und Zuschauerinnen sagen, das wäre super, wenn da Spenden kommen, weil es ist ein Prozess, den du für uns alle machst. Und ich finde das sehr beeindruckend und ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier treffen könnten, in deinem Exil sozusagen. Und ich hoffe auch, dass Deutschland bald wieder ein Land ist, in dem du gerne wohnst. Das ist ein schöner Wunsch. Danke. Ein sehr schöner Wunsch, den gebe ich gerne mal in die Runde und in die potenzielle Richterschaft weiter. Also ein Land, wo wir uns körperlich, psychisch und sozial
wohlfühlen, denn dann sind wir gesund. In einer Verhältnismäßigkeit. Und zwar alle gemeinsam, auch um diese Spaltung wieder zu überwinden, dass wir wieder soziale alle Frieden gemeinsam. Kriegen. Könnte man jetzt gut. Einen Kreis machen. Okay. Und teilen bitte dieses Video. Und auf allen Kanälen und die Daumen drücken und beten, meditieren, dass da wirklich jetzt mal so von tief aus dem Herzen auch dieser Richter und Richterinnen was wirklich Gutes entsteht. Zeitraum entstehen. Ungefähr jetzt im März reicht es ein, oder? Ziel ist es Anfang März. Der Erfahrung nach könnte es sich auch nur eine Woche verschieben bis Mitte März, aber es soll... Also bis Mitte März soll es auf jeden Fall eingereicht worden sein. Und dann dauert das ungefähr 4 Wochen oder was bis oder? Das ist die große Frage. In Deutschland rechnet man eher bei Eilverfahren mit Pi mal Daumen oft eine Woche oder so. Also nicht auf jeden Fall nicht Monaten, ja. Wie das da jetzt wird, müssen wir schauen. Meine nicht juristische, hoffnungsvolle Prophezeiung ist, dass wir sicher in 4-5 Wochen was hören, ja. Und wenn, dann ist es legitim nachzufragen, ja. Genau. Also Ostern, Pfingsten, so um die Zeit, wenn der Frühling kommt, kommt der Neubeginn. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf geht's.